Gut, da sind wir auch wieder und machen weiter. Ich hoffe mal mit dem Ende. Okay, hier sind wir ja reingekommen. Wir hatten die Möglichkeit, hier hinten lang zu machen. Bei dem Raum angekommen. Hier liegt ein bisschen Mana rum. Fragt mich aber, wie das Mana hier reingekommen ist. Haben die das selbst gesammelt? Haben die es selbst dahin gebracht? Hallo? Beide mit einmal. Achso, und da kommen wir dann hier vorne wieder raus. Okay. Wie gesagt, das Ding ist ein komplettes Labyrinth. Vor allem, das soll ein gestürztes Raumschiff sein oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Okay. Das wird wohl der finale Bossraum sein. Achso, hier waren wir auch schon, ne? Da hatten wir die Möglichkeit, ich weiß nicht, sind wir von da hinten gekommen gewesen? Ich glaube, von hier aus sind wir gekommen gewesen, ne? Okay, also irgendwie ist das alles das Gleiche. Die zwei Aufgaben. Keine Gegenwehr? Ach nee, jetzt habe ich schon wieder solche. Oh. So viele Jahre. Und jetzt nur noch ein Haufen altes Metall und Leiterplatin. Mhm. Bist du noch irgendwo da drin?
keine Antwort ist auch eine Antwort. Das, wir haben den Bordcomputer gefunden, aber irgendwie können wir mit dem nichts mehr anfangen. Also müssen wir jetzt rüber in die Kontrollstation. Und das Interessante ist, das ist schon sehr, sehr darauf hinweisend, wenn gesagt wird, Crony geht nicht mit rein. Das ist wirklich schon der Hinweis, dass das ein Bosskampf ist. Wir gucken uns erstmal hier mal an, wie viele Heiltränke wir noch auf dem Slot haben. Okay, dann tun wir die auf den Slot 8. Danke, Crony, für deine Hilfe. Das hier ist offenbar das Allerheiligste der Skyans. Wenn wirklich ein Plan existiert, der die Singularität stoppen könnte, dann werde ich hier jemanden finden, der ihn kennt. Dawkins. Ist dir eigentlich klar, was du angerichtet hast, Mensch? Du nennst mich Mensch? Ziemlich anmaßend für einen alten Wissenschaftler, der es wagt, Gott zu spielen. Was ist es für dich? Ein Spiel? Ich kann dir versichern, das ist es nicht. Es ist bitterer Ernst, was uns in Kürze widerfahren wird. Du redest von dieser Erscheinung im All, die ihr Wahnsinnigen angezapft habt und jetzt unsere Welt zu zerstören droht. Du weißt gar nichts, Mensch. Du hast keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Die Singularität ist kein Himmelskörper, der einfach nur mit uns zusammenprallt und alles in Schutt und Asche legt, wie der Meteorit. Sie wird diese Welt in sich aufnehmen und die Gesetze von Materie, Raum und Zeit völlig verändern. Oh Mann. Es besteht also eine Wahrscheinlichkeit, dass wir Menschen die Singularität überleben? Sie ist voller schöpferischer Energie und trotzdem von so hohem Zerstörungspotenzial. Es ist ungewiss, in welche Richtung sie sich wendet, wenn sie sich unkontrolliert mit uns vereint. Sollte jemand von euch diese Konjunktion tatsächlich überleben, wird es ein Leben ohne Regeln sein. Eine Existenz jenseits deiner Vorstellungskraft. Das wäre auch mal interessant. Du bist also die Speerspitze der menschlichen Evolution? Du hast doch selbst keine Ahnung, was bei einem Zusammenstoß mit dem Ding genau passiert. Wir sind viele. Und wir sind nur zu einem Zweck erschaffen worden. Dieser Veränderliche, der vor dir steht, ist ein Elementar des neuen Elex. Es ist lediglich das Erste, das die Singularität noch vor der Konjunktion kontrollieren wird. Das ist es, was sein wird. Das ist es, was ich bin. Oh Mann. Sie wollen dich da hochschießen und du sollst das Ding irgendwie ablenken? Ein Elementar lenkt nicht nur, er kontrolliert. Ich bin jetzt ein Veränderlicher. Ich kann mich an jedwede Lebensbedingung anpassen. Ich werde die Singularität beherrschen
und ihre Kraft in mich aufnehmen. Ich werde die Lebensbedingungen auf diesem Planeten erzeugen, die diejenigen wandelt, die ihrer würdig sind. Ein Elementar? Ich hörte davon. Jedoch ist mir noch nicht ganz klar, was es bedeutet. Du bist die zweite Anomalie. Gerade du solltest es wissen. Deine Urform und sein Ableger teilen sich das Privileg, Elementare des ersten Elex-Derivats zu sein. Wenn sich deine Fähigkeiten noch nicht signifikant entfaltet haben, nun, dann hat die Urform offenbar dafür gesorgt, dass es so ist. Du willst mir damit sagen, Dawkins hat mir so eine Art Sicherungsbolzen eingebaut? Ziemlich sicher sogar. Die Macht zu teilen ist eben für manche keine Option. Ich nehme an, es handelt sich um einen speziellen DNA-Schlüssel, der dafür sorgt, dass deine Gaben als Elementar des ersten Elex beschränkt bleiben. Du meinst damit, Dawkins hat mich klein gehalten, damit ich ihm nicht über den Kopf wachse? Das würde aber bedeuten, dass Dawkins selbst mindestens eine dieser Gaben hat. Ich frage mich, warum er außer seiner Unsterblichkeit keine weitere Gabe jemals gänzlich ausgespielt hat. Das setzt voraus, dass du Dawkins Gaben kennst. Ist dem so? Ich habe ihn nie gefragt. Ich weiß, dass eine meiner Gaben die Willensstärke ist. Aber bei Dawkins... Wir werden dieses Geheimnis euren Körpern in einer unserer Forschungszellen schon noch entreißen. Oh. Ihr vernichtet unsere Welt. Nicht vernichten. Wir wandeln sie. Das ist für die Menschen da draußen dasselbe. Das Opfer, das die Menschen bringen müssten, ist leider eine Notwendigkeit. Ja, ja. Wenn die Singularität hier eintrifft, müssen wir maximal darauf vorbereitet sein. Eine Abweichung von unserem Plan wird fatale Folgen für uns haben. Ihr wollt überleben. Alles, was ihr je getan habt, lässt sich darauf zurückführen. Ja, aber es ist nicht nur das. Das Tier in uns ist schon zu sehr gewachsen. Alle Abweichungen von unserem Ideal werden uns nur noch weiter in die Evolutionsfalle stürzen lassen. Ihr entwickelt euch zurück. Das ist es, was ihr fürchtet. Ist es nicht so? Ihr seid so hoch entwickelt, dass ihr an einem Wendepunkt angelangt seid. Und jetzt fürchtet ihr, von eurem hohen Thron zu stürzen. Einer der Gründe für euer reptilienartiges Aussehen. Reine Gedankenspiele ohne wirkliche Relevanz. Genug davon. Ich habe meine Aufgabe zu erledigen. Und du stehst mir dabei im Weg. Oh je. Du hast eine Menge bewegt und uns viele Probleme bereitet. Doch deine Zeit ist jetzt vorbei. Ich hatte schon ganz andere Gegner. Deine Drohungen lassen mich kalt. Ist das so? Dann wirst du gleich sehen, was meine Gaben vermögen, kleiner Mensch. Jetzt haut er meinen Zauberspruch raus, du.
Alter, den hätte ich im Nahkampf, glaube ich, nie so weit gemacht. Der Schöpfung sein soll. Na, was ist denn jetzt los? Sein Körper wollte ich noch looten. Das war's. Und ich fürchte, er wird nicht der Letzte gewesen sein. Die Skyans haben diese neue Spezies nicht nur der Singularität wegen gezüchtet. Die Veränderlichen sind ihre neue Waffe, die alle in die Knie zwingen sollen. Gut. Was war denn das jetzt? Ich brauche Input. Ja, sonst weiß ich nicht mehr, was hier noch passiert. Ach, jetzt. Den Form hab ich nicht ausgeschalten. Menschen. Menschen vergessen schnell. Wie lange wird es dauern, bis sich niemand mehr an all das hier erinnern wird? Der Krieg, die Invasion, der Kampf gegen Wandlung und Vernichtung. Die Kämpfe um einfache Ressourcen und territoriale Besitzansprüche werden sich verändern. An ihre Stelle tritt etwas gänzlich Neues. Eine Ära der Verwirrung, der Wandlung und der Übermenschen, die Veränderlichen. Das Streben nach der nächsten Evolutionsstufe und Anpassungsfähigkeit, es wird uns alle beherrschen. Ein Kampf um das Privileg, Elementar des Elex zu werden, wird entfesselt. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Wer ihn verliert, bleibt auf der Strecke und wird im Sog der Erneuerung untergehen. Die Skyans und das Elex waren nur die ersten Vorboten dessen, was Magallan in den nächsten Jahren drohen wird. Eine göttliche Macht, die ihre Klauen nach unserer Welt ausstreckt und die bald kein Mensch dieser Welt ignorieren kann. Etwas Neues hat begonnen. Ein Zeitalter der Veränderung. Die Herrschaft der Singularität. Haben wir es endlich geschafft, sage ich jetzt mal. Ich muss ehrlich sagen, der letzte Kampf, da war so... Ja. Ich weiß auch nicht. Irgendwie fühlt sich das Ende so ein bisschen unbefriedigend an. Ist unser Sohn tot? Keine Ahnung. Haben wir das aufgehalten? Keine Ahnung. Das bedeutet für mich, das ist eigentlich sogar ein Teaser für einen dritten Teil von Elex. Aber ich glaube, weil der zweite Teil von Elex nicht so gut angekommen ist, wird wohl kein dritter Teil entstehen. Ich sag sowas aber nicht tot. Es ist möglich. Oh.
was über das Spiel zu sagen ist. Es hat sich stellenweise extrem gezogen, so vor allem so im letzten Viertel, sag ich jetzt mal. Im letzten Viertel. Hat sich wirklich extrem gezogen. Es kann aber auch sein, weil ich das jetzt wirklich binnen 12 Stunden jetzt nochmal komplett durchgezogen habe hier das Spiel. Oder so. Oder 8 Stunden, 12 Stunden. Ne, es waren glaube ich 12 Stunden. Weil ich wollte es für mich auch zum Abschluss bringen. Ich wollte die Geschichte durchhaben. Für mich auch. Damit ich mich auf diverse neue Spiele auch mal stürzen kann. Und damit ich wirklich dieses Projekt auch als abgehakt hier werten kann. Abgeschlossen. Das Spiel an sich ist wieder mal schön gemacht, sag ich jetzt mal. Ich sag nur schön gemacht. Es hat viele Schwächen. Es hat wirklich, wirklich leider viele, viele Schwächen. Wie unter anderem viele Bugs immer noch. Ja, hat man ja auch bei mir in der Aufnahme gesehen. Und es waren schon Bugfixes rausgekommen, wo ich jetzt hier meine Aufnahmen, seitdem ich meine Aufnahmen begonnen hatte von dem Spiel, sind keine weiteren irgendwie Updates rausgekommen zu dem Spiel. Bis jetzt. Bis zum Stand des, also wo ich das Spiel jetzt hier durchgespielt habe. Das hat man ja zum Beispiel jetzt auch am besten gesehen hier, Kapitel 4, Passus 4, wo wir gegen die Horden angekämpft haben mit dem Ehenhaus da, wo ich einfach so durch die Erde durchgefallen bin auf einmal, wo ich das Spiel neu starten musste. Und dann hat sich's wieder gefangen. Sollte aber ja leider so und eigentlich nicht sein. Hat sich also irgendwas selber nicht geladen oder sowas. Hat man jetzt auch hier zum Schluss nochmal gesehen, hier bei den Konvertern, sag ich jetzt mal, dass da irgendwelche Texturen nicht geladen wurden oder zu spät geladen wurden. Ich war von Anfang an, es sollte eine neue Variante sein wegen der Lichtschattenberechnung und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, in den Schneeebenen war es übertrieben zu grell. Wo mit Licht und Schatten großartig gearbeitet wurde, war eher in der Dunkelheit, in dunklen Gebäuden, wenn du mal die Taschenlampe eingeschalten hast. So, fertig. Ansonsten sahen alle Charaktere waren sehr schwach gemacht, sag ich jetzt mal. Auch also von den Animationen her. Hat man auch beim letzten Boss wieder gesehen. Die Animation der Charaktere war echt sehr schwach dargestellt. So. Ich sag nicht vom Aussehen her. Vom Aussehen her waren die teilweise okay. Also die Monster auf jeden Fall. Auch hier der Unveränderliche am Ende. Der war wirklich geil gestaltet an sich. Aber die Animationen waren schwach. Siehe Arme, Hände, halt eben die Bewegungsabläufe. Im Kampfsystem, im Kampf waren die Bewegungsabläufe gut. Aber nur halt eben bei der Darstellung, wenn die miteinander geredet haben. Da war es ein bisschen komisch gemacht. Die Gestaltung der Charaktere, der menschlichen Charaktere, fand ich auch nicht gerade so atemberaubend geil. Weil ich muss ehrlich sagen, die meisten Charaktere oder fast alle menschlichen Charaktere, wenn du die Haare weggemacht hast und den Bart weggenommen hast, sahen sie durch die Bank weg alle gleich aus. Also da fehlt mir doch ein bisschen sehr viel Individualität und vor allem auch von der Textur her, von der Hauttextur her, die waren zu clean. Ich weiß, was die Entwickler damit hier bezwecken wollten. Die wollten mit den Licht und Schatten, sollte da mehr gearbeitet werden, damit man das besser sieht. Muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht der Fan davon. Also wirklich die Charaktergestaltung war in der Ansicht für mich gesehen. Also schwach. So. Das Kampfsystem war cool. War an sich cool.
Aber hat man ja gesehen, sobald man ein gewisses Level doch erreicht hat, gnadenlos geil. Da hat man sich wieder. Aber das ist halt eben das, was bei Piranha Bytes bei jedem Spiel so geil ist. Am Anfang fühlst du dich wie der loste Bob. Und dann zum Schluss fühlst du dich wie hier Typ, ich I'm go to Valhalla, weißt du? So hammergeil. So richtig overpowered, aufgeblasen bis zum geht nicht mehr. Die meisten Quests waren okay. Manchmal fand ich das halt eben nur Blödsinn von dem Quest, ich sag jetzt mal Questgeber dazu, von der Nachverfolgung der Quest, die man gerade aktiv hat, dass die einfach von jetzt auf gleich einfach rausgekantet wurde, dass man das immer wieder neu einstellen musste. Und immer wieder, es hat sich was an der Quest geändert und du musst es wieder neu einstellen und wieder neu einstellen und wieder neu einstellen. Das war Käse. Das war richtiger Käse. Ja. Manche, eine Quest oder zwei Quests, die habe ich auch bis zum Schluss nicht mehr gemacht. Zwei Nebenquests, weil ich da überhaupt nicht mehr so richtig klar kam. Und ich nicht mehr so richtig wusste, was ich da überhaupt noch machen sollte. Bin ja teilweise alles doppelt und dreifach abgelaufen, keine Ahnung. Ich bedanke mich trotzdem dafür an das ganze Team, dass sie dieses Spiel gemacht haben. Ich freue mich immer wieder, wenn sie ein Spiel rausbringen aus dem Hause, also wenn ein Spiel rauskommt aus dem Hause Piranha Bytes. Wie gesagt, es kann möglich sein, dass da noch ein dritter Teil kommt, aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch nie, ob ich mich darüber freuen würde, über einen dritten Teil davon. Weil das fühlt sich jetzt gerade ein bisschen jetzt so im Nachhinein bei mir so an wie bei der Risen-Reihe. Der erste Teil, hammergeil. Und der zweite Teil, wo es dann losging mit hier, mit dieser Piratengeschichte. Ja, gut, ich hab's gespielt, aber hat mich jetzt nicht so aus dem Keller rausgeholt, sagen wir es mal so. Und ich bin von Anfang an eigentlich ein Fan gewesen von der Elix-Reihe. Ich habe mich auch auf diesen Teil wirklich sehr gefreut. Und wo ich das dann die ersten 2-3 Stunden gespielt habe, war ich echt ein bisschen pisst über die halt eben Charaktergestaltung. Auch wenn ich gesehen habe, auch wenn ich mir was davor schon angeguckt habe. Doch die Zeit für die Menschheit läuft ab. Und ich bin, soweit es mir bekannt ist, der Mensch mit der größten Willenskraft Magalans. Darum werde ich auch der Entscheider sein, welches Schicksal Magalan ereilen wird. Ich muss da rausgehen und mich den Konsequenzen meiner Handlungen stellen. Ich muss mit den Menschen sprechen und sicher gehen, dass sie das Richtige tun, wenn die Singularität eintrifft. Erst Kalan, dann der Rest aller Recheneinheiten Magalans. Ein leiser, aber sehr effektiver Angriff auf unsere Systeme. Ein teuflischer Plan einer emotionslosen Maschine. Fast wäre Cassandra damit durchgekommen. Ich werde für mich jetzt weiter selber spielen. Noch ein bisschen. Wenn ich die 16 Karten alle zusammen habe, dann mache ich es genauso wie bei der letzten Aufnahme, also bei dem anderen Elex-Teil. Ich mache die Tage danach. Wir sind hier zu Ende. Das Spiel ist fertig. Die Hauptgeschichte ist durch. Plus diverse Nebenquests. Jetzt geht der Spaß für mich los, wo ich jetzt privat für mich hier selber weiterspielen kann. Ich hoffe, euch hat es irgendwie gefallen, dass ich das Spiel gespielt habe. Wie gesagt, danke, dass ihr mich bei den Höhen und Tiefen begleitet habt von dem Spiel. Und entweder sehen wir uns in den Tagen danach wieder nochmal zu anderen Folgen, also zu weiteren Folgen, oder halt eben nicht, aber danke, dass ihr halt eben dabei wart. Da ist jetzt für mich nur noch abschließend zu sagen, ich bin hier fertig und wir sehen uns wieder, weil egal was ich auch mache,
bis zum nächsten Mal und ciao. Macht's gut.